Und damit willkommen zurück zu Warzone 2100 im Gamma-Feldzug. Commander, Ihr Angriff. Commander, Sie erweisen sich hartnäckiger, als ich angenommen habe. Zu schade, dass Sie sich geweigert haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Das macht aber nichts, denn Sie werden nicht mehr lange unter uns weilen. Nach intensiver Suche und Neuprogrammierung sind alle meine Systeme endlich wieder online. Einst habe ich die Welt mit Atomraketen zerstört, um den Weg für meine kybernetische Zukunft zu bahnen. Nun beabsichtige ich, die Welt weiter nach meinem Abbild zu formen, indem ich unerwünschte Auswüchse wie Sie chirurgisch entferne. Meine Lasersatelliten laufen gerade warm. Ich werde sie als erstes an Ihnen testen, Commander. Nexus verlässt das System. Eingehende Übertragung. Commander, wir versuchen zur Basis zurückzukehren. Dies ist unsere derzeitige Position. Übernehmen Sie das Kommando über unsere Streitkräfte und führen Sie uns an. Steuerung erfolgreich übertragen. Betrete neue Zone. Eintreffende Übertragung. Commander, unsere Besatzung im Gamma haben uns kontaktiert. Sie haben die Annäherung des Außenteams an ihre Basis beobachtet. Sie behaupten, nicht von Nexus infiziert zu sein. Sie bieten ihre Basis als Ausgangspunkt für Operationen in dieser Zone an. Die Koordinaten der Basis werden übertragen. Yay. Das sind die... Oh, hat es also doch dann noch, okay. Und die Einheiten, die wir... Nee, sind nicht alle Einheiten. Oder? Mit Sicherheit nicht alle. Ich glaube nur die höchsten oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Mission sich gleich ein bisschen verändern wird. Genau. Dezent. Oh Gott. So, und ihr dahin. Einheit wird angegriffen. Gott, ey. Konstruktion abgeschlossen. Das waren die... So, die Mission, die jetzt kommen, die sind noch in Ordnung. Ja. Das mit Nesamtlin ist auch nicht so ganz nett, aber es ist immer noch nicht so absolut widerlich. Ich muss da oben rein. Einheit zerstört, Einheit angegriffen. Die werden mithelfen. Nicht viel, aber sie werden. Und guck mal, wir haben wieder Geld. Yay. Keine Einheiten. Was passiert, wenn ich den da hinbaue? Energie hier unten ist seitdem nett. Ich bräuchte vielleicht eine Counterbatterie. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Energieressource. Und Energieressource. Gebäude wird angegriffen. Energieressource. Produktion abgeschlossen. Energie. Einfach so. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Ah.
Natürlich Luft anhalten. Ach Gott, die sind so nervig. Die Gamma-Kampagne ist einfach kein Vergleich. Aber wirklich kein Vergleich zu den ganz anderen, finde ich. Also die ist so dermaßen vom Schwierigkeitsgrad höher als alle anderen. Das ist einfach nur absurd. Finde ich. Ich brauche bitte das da gebaut. Ach, das sind 4 Energiequellen da unten. Oh mein Gott. Besser als ich dachte. Nerven mit ihren Lufteinheiten. Korrigiere mich, ich hatte Geld. So, kommt mal hier unten hin. Und ich habe keine Einheiten. Super. Und die Nerven ohne Hände mit allem, was sie haben. Ah, es ist so schlimm. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Dieser Zeitpunkt einfach. Ich habe so massiv Geld verloren. Ich habe keine einzige Einheit mehr. Boah, es kommt mir so vor, als müsste ich einige Missionen einfach neu spielen, damit der Standpunkt hier besser ist. Ja, und jetzt zerstören sich ja alles. Nee, das geht so nicht. Okay, wir sehen jetzt dieser Punkt hier noch einmal. Ja. Ich werde jetzt hier... die Luftsachen reinbauen. Ach, verdammt. Wollt ihr euch nicht abhalten?
Aber die Sachen kommen ruhig mal weg. So, und du einmal nach oben die Quelle da holen. Ihr produziert. Warum wart ihr denn pausiert? Okay. Konstruktion abgeschlossen. Eine Counterbatterie hat auch zu haben. Brauche ich unbedingt. Ja. Nee. Ach Gott, ey. Aura transferred. So, mal ganz kurz jetzt. Weg damit, weg damit, weg damit. Bitte Antiluft hier hin. Ihr fahrt schon runter. Du fährst nach oben. Und ihr baut hier auch erstmal Antiluft hin. Und dann bitte, bitte Ground Shaker. So. Dann speichern wir den Punkt. Und jetzt alles oder nichts. Da anfahren. Counterbatterie habe ich jetzt schon hingebaut. Damit, wenn die hier angegriffen werden, einfach volle Kanne zurück angreifen. Oh, warte mal. Zack. Steht zwar schon eins, aber irgendwie wird das vielleicht doch ein bisschen zu weit entfernt. So. Genau deswegen. Counterbatteriekrieg ist das, nennt man das dann. Was habt ihr denn jetzt schon wieder gemacht? Spaß hatten sie auf jeden Fall. Fahrt mal weg. Und ich fahrt mal weiter rein. Dahin, okay. Jetzt dürften an sich kaum noch Angel-Einheiten da sein.
Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Du und wir nehmen dich. Warum bist du zerstört worden? Warum bist du... Okay, nein. Warum hatte der einen Rang? Deswegen. Oh. Ich versuch irgendwie auf irgendwas die Sicht zu kriegen. Aua. Ja, nee. Krieg ich so nicht hin. Das müsst ihr jetzt so machen. Von hier oben. Wo das hier relativ erstmal, ja, weggebombt wird. Warum sind die Radarsachen immer wieder sofort weg? Das ist... Das nervt. Huch, nein. Ich hab eine bessere, aber da, ihr fahrt wieder rein. Ich mach das von der Richtung aus einfach. Sollte von hier aus auch viel weniger ein Problem sein, einfach weil ich hier auch die Höhe habe. Ohne hier diese Engstelle zu haben. Oh. Eine gute Idee. Aber es ist trotzdem... Ah, diese eine Mission hat mich so rausgebracht mit allem Möglichen. Es ist einfach nur... Ist nicht schön. Einfach gar nicht schön. Aber nein, was soll's. Ich muss da durch. Muss da durch und um überleben. Nein. Ah. Schade. Da kommt welcher. Mach so.
Ich schaff das schon durchzufahren. Nee. Hier, okay. Echt. Oh, er sieht das sehr schön. Die sehen das. Hallo? Okay. Das fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Konstruktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit zerstört. Einheit wird angegriffen. Stückchen für Stückchen voran. Gebäude wird angegriffen. Noch Minro. Produktion abgeschlossen. Doofe Lufteinheiten. Irgendwie muss ich hier dran vorbei. Produktion abgeschlossen. Auch wenn es so langsam ist. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Einheit zerstört. Produktion. Komm schon, macht einfach. Gebäude wird angegriffen. Bitte das? Abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Warum? Zerstören, ey. Gebäude wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Hi, hallo. Zurück hierhin. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Einheit zerstört. Muss irgendwie daran vorbei. Einheit wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Produktion. Zwar möglichst dann, wenn eine Angriffswelle von denen weg ist. Ach Gott. Ja, ist okay so. Sehr schön. Boah, hört auf. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Gebäude wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen.
Doofe Luft anhalten. Ganz schön nervig. Vielleicht habt der sich genug Sicht dahinter. Konstruktion abgeschlossen. Ah, passt. Eine nette Mission. Man lenkt nicht die Steinhatten ganz so ab. Ist auch eine gute Sache. Was ich hier versuche, das geht immer ins Leere. Das ist nervig. Ich nehme jetzt einfach diesen Speicherpunkt hier. Wo der hier noch existiert hat. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Produktion abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Mach einfach mehr Artillerie. Wo ist das Türmchen? Da ist das Türmchen. Könnt ihr bitte nicht da vorne stehen? Hallo? Danke. Okay, und das andere Reparaturding ist da drunter, okay. Das ist eine lange Mission, gefühlt komme ich einfach nicht voran. Ich komme ja auch an sich nicht voran. Das ist es ja. Das mich so nervt.
Okay, baut das noch und dann hört er immer auf. Ach, da haben sie. Ah. Du. Au. Es ist und bleibt ein Au. So, versuch mal ein bisschen hier durchzukommen und dann wir das dahin bauen. Ja, ist okay, wenn sie angegriffen werden. Kannst du mir verraten, warum du jetzt aufhörst? Warum du woanders hingehst und... Du hast doch gerade da bauen können, einfach frei. Hallo? Bau? Bitte? Zu Ende. Ich weiß nicht, warum du abgebrochen hast. Okay. Alles klar. Nee. Einfach nee. Konstruktion abgeschlossen. Das ist so richtig hart. Nee. Keine, wo hier noch was sein könnte von einem Gebäude. Oh. Wenigstens ist es von hier aus erstmal Ruhe. Da kannst du echt diese Mission. Huch, Alter. Boah. Schrecklich. Schrecklich. Na, was wird's? Oh, die Nadelkanone. Endlich. Endlich ist sie der mein. Oh. Es müsste ja sogar theoretisches Hochgeschwindigkeitsgeschütz ersetzen. Das ist die Frage, wie viel gut es seitdem ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Zu lange her. Konstruktion abgeschlossen. Ja, bau es mit die Sachen da zu Ende. Ist okay. Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Warum? Lufteinheiten anscheinend. Konstruktion abgeschlossen. Es ist nicht gut. Oh, da kann er es hin platzieren, okay. Müsstest du ein Stückchen für. Ne, es müsste genug aufdecken, dass er dem. Weiß nicht, ob das hier aufgedeckt wird. Ja. Wenigstens kannst du das alles zerstören, das ist gut. Wir müssen sie aufdecken, dass es zerstört wird. So, sagen wir es so rum. Ah, diese Technologie für die Selbstreparatur hätte ich bitte auch gerne. Sehr, sehr gerne. Ah. Und er ist nicht mehr vorhanden, ja.
Wollen wir doch mal gucken. Hochgeschwindigkeitsgeschütz. Nadelkanünchen. Dreimal höhere Reichweite. Zwar jetzt nur 10 Schaden mehr, aber es ist halt auch eine komplett neue Technologie. Mit Hälfte der Geschwindigkeit. Ah, die höhere Reichweite. Aber weniger Leben. Aber die Reichweite. Bitte. Du. Allesamt von denen, die kommt jetzt erstmal weg. Obwohl jetzt nicht ganz so leicht hinzukriegen ist, dass die rauskommen. Das sind die Vitals. Aha. Kommt mal mit. Endlich. Endlich kann ich da mal raus. Oh. So, dann bau du mal dahin. Ja, schafft es dahin. Werde zwar ein bisschen angegriffen, aber nicht ganz so wild. So, und jetzt weg mit dem ganzen Scheiß hier oben. Ich schaff das schon. Oh. Hier gut. Okay. Das Gebäude. Oh. Hier sind Gebäude. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, wie ich es mit Einheiten jetzt hinkriegen würde. Ja, man merkt mal, diese Reichweite ist echt heftig. Die hilft. Höhere Reichweite ist früher Schaden reindrücken. Warum darfst du sehen, aber ich darf dich da unten nicht sehen? Ein bisschen unfair. Schön. Schön, dass ihr da einfach nicht trefft. Und du geh dich mal recyceln, bitte. Apropos. Auch mal weg. Auch weg. Und vor allem ihr mal weg. Schön aufräumen. Bumm. Bumm.
Und du kannst auch mal weg. Ist nicht mehr viel. Energieressource. Sogar zwei. Okay, ich darf das letzte Artefakt nicht aufheben. Sehr schön. Komm. Große Problem wird werden, dass demnächst das alles hier oben abgekapselt wird. Hat man das hier oben noch behalten? Hat man das bis hier noch behalten? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Oder ist es einfach sofort ab hier abgeschnitten und man hat hier unten dann noch Sachen? Uff. Da ist meine Erinnerung jetzt komplett, nicht mehr da. Ah, oh, wir haben es hier geschafft. Ich sag ja, Gamma ist einfach nur... von Anfang bis Ende. Boah. Aber ich werde jetzt die Sachen erforschen. Und, ja. Wir hören uns dann hier gleich wieder. Okay, wir haben das Retribution ist fertig, also das das hier. Es hat höhere Panzerung, aber weniger Leben. Ich weiß nicht, ob das das wert ist. Das ist eine gute Frage. Aber übrigens, der Schaden ist jetzt mittlerweile jetzt zur schweren Kanone, nicht zum Hyper Dingsbums. Hochgeschwindigkeitskanone. Ja. Geschwindigkeit ist auf jeden Fall, ne, von 25 auf 27 ein bisschen schneller geworden. Und der Schaden ist sehr viel höher geworden. Also von daher, da kann man jetzt absolut nicht mehr meckern. Das ist. Ist gut. Ich habe auch gerade die Geschwindigkeit mit dem wäre dann aber auch wieder höher. Das könnte mir halt eben auch nützlich sein. Ja, komm, ich wechsle. Ja, sage ich jetzt einfach. Ist okay. Ist okay. Dann werde ich meine ganze Einheit auch mal ersetzen. Und wir kriegen bessere Panzerung. Und ich habe entschieden, ich werde die Tankkiller nicht mehr bauen. Und die Flashlight. Ich gehe jetzt einfach da rein auf Nadelkanonen. Und wir haben bessere Sachen für Cyborg. Ja gut, hey. Okay, Forschung ist durch. Was ist das jetzt hier unten? Speicherfeuer. Gott, ey. Und es wird nicht besser mit diesem... Und es wird einfach nicht besser. Das ist es ja... Ah, ich hatte mal so viel Geld. Ja, jetzt kriegen wir halt etwas. Ja, okay. Das ist eine Forschung gewesen, die ich wohl jetzt sage. Also, gut, dass ich nicht die aufgehoben habe und nicht die hatte. Also, ne, die Retribution aufzuheben war. Gut, dass ich die zuerst bekommen habe, nicht das andere. Sagen wir es mal so einfach so. Gut, dann war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch abhat gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio.